Freunde und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich werde relativ häufig dazu gefragt, wo ich meine Jeans kaufe, woher ich meine Hosen habe und deshalb habe ich mir gedacht, dass ich ein YouTube-Video für euch drehe, in dem ich euch einfach alle meine oder ein paar von meinen Lieblingshosen und Jeans zeige und euch erzähle, wo ich sie gekauft habe. Ich werde auch zu jeder ein kleines Video einblenden, damit ihr euch ein bisschen besser vorstellen könnt, wie die angezogen aussehen und dann für euch noch als Orientierung, falls ihr irgendeine Jeans nachkaufen wollt. Ich bin 1,70 groß und wiege ca. 60 Kilogramm und trage meistens 36 oder S, je nachdem, ob die normal ausfallen oder kleiner. Und wenn sie kleiner ausfallen, dann trage ich eine 34. Genau. Aber wenn ihr sonst irgendwelche Fragen habt oder irgendwas wissen wollt, dann könnt ihr mir jederzeit gerne schreiben. Ich werde in diesem Video auch nicht alle meine Hosen vorstellen können, weil es sonst ein bisschen zu lang werden würde. Aber wenn euch das Video gefallen hat und wenn ihr einfach Bock auf ein paar zwei habt, dann schreibt mir das sehr, sehr gerne in die Kommentare und ich drehe euch ein zweites Video. Genau, und dann würde ich sagen, rede ich jetzt gar nicht mehr so lange rum und wir starten mit der ersten Hose. Also, als allererstes möchte ich euch meine absolute Lieblingsjeans vorstellen. Das ist eine von Zara, die habe ich, glaube ich, letztes Jahr gekauft. Und ich finde, die Farbe ist einfach richtig, richtig schön. Die kann man irgendwie mit allem kombinieren. Und ich weiß nicht, ich glaube, das ist wirklich die Jeans, die ich am allerhäufigsten trage. Die hat vorne Knöpfe, also nichts mit Reißverschluss oder so. Aber ich finde es auch ganz cool, weil bei mir der Reißverschluss schon bei der einen oder anderen Hose mal kaputt gegangen ist. Eine, die ich euch später zeige, da ist der Reißverschluss leider auch kaputt. Deshalb, ich finde Hosen mit Knöpfen sind eigentlich auch echt nice. Und sie sitzt mit Rise, würde ich sagen. Finde ich auch irgendwie richtig cool, weil, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, in letzter Zeit trage ich nicht mehr so viele High-Waist-Hosen. Aber Low-Waist ist auch irgendwie nicht immer so the thing. Ich weiß nicht, das passt eben nicht zu allem und ich finde Midriss ist ein guter Kompromiss und das ist eben bei dieser Hose so. Die trage ich in einer 36 und ich würde auch sagen, dass sie ganz normal ausfällt. Und was ich an der Hose richtig schön finde, ist, dass die ganz viele so kleine Details hat. Ich halte es mal in die Kamera, aber ich weiß nicht, ob man das sehen wird. So kleine, wie nennt man das nochmal, wie bei diesen Ripped Jeans, nur halt so ganz klein, also die hat jetzt keine Löcher oder so, die Hose. Und auch unten an den Hosenbeinen erkennt man das vielleicht ein bisschen besser. Genau, also so sieht das halt unten aus. Und das finde ich total süß. Ich finde, das macht irgendwie die Hose nochmal ein bisschen weniger so basic oder simpel. Und was ich total an der liebe, ist, dass die sehr, sehr lang ist und auf meinen Schuhen immer stackt. Ich finde das ganz cool, wenn die Hose da so drauf fällt und nicht irgendwie über den Schuhen schon endet. Deshalb für meine Größe, finde ich, ist das die perfekte Länge. Und die sitzt oben richtig, richtig gut. Also keine Ahnung, es gibt nichts, was ich an diese Jeans auszusetzen hätte. Ich finde, die ist einfach all in all die perfekte Jeans für everyday. Und ja, deshalb die Jeans von Zara packe ich euch auf jeden Fall auch unten in die Infobox. Also ich werde euch alle Hosen unten verlinken. Ich weiß nicht, ob ich jede Hose nochmal finden werde, weil einige schon etwas älter sind, aber sonst werde ich einfach nach einer ähnlichen suchen. Also schaut auf jeden Fall gerne in der Infobox vorbei, wenn ihr an irgendeiner Art der Hosen interessiert seid. Als zweites habe ich euch eine Lederhose mitgebracht. Die habe ich vor circa 2 Jahren gekauft und zwar bei Mango. Und hier trage ich eine 34. Also das ist eine Hose, die etwas kleiner ausgefallen, nee, etwas größer ausgefallen ist, so rum. Und auch die finde ich richtig, richtig cool. Denn ich weiß noch, dass ich damals so lange nach einer Lederhose gesucht habe, die mir wirklich gut gefällt, weil die meisten halt skinny, ja, so ein skinny Fit halt haben, so. Ich glaube, so sagt man das, ne? Und die hier halt so weit geschnitten ist, wie ich das auch bei Jeans total gerne mag. Und ich finde, dann sitzt die Hose einfach lockerer, weil irgendwie fühle ich mich sonst immer so eingepresst. Das mag ich einfach gar nicht. Ja, und das finde ich an dieser Hose richtig nice. Das ist übrigens die, wo der Reißverschluss kaputt ist. Das war aber auch meine eigene Schuld, würde ich sagen. Also ich hatte den Reißverschluss nicht ganz auf und habe die Hose dann trotzdem runtergezogen und dann ist es halt so plopp aufgegangen. Also es ist meine eigene Schuld, aber man kann es irgendwie immer noch so da reinfriemeln. Keine Ahnung, ich kann sie immer noch anziehen. Und was ich an der Hose halt so gerne mag, ist, dass der Stoff sich so unfassbar angenehm auf der Haut anfühlt. Also ich weiß nicht, ob das Wildleder ist, das Material von innen. Und ich glaube, es bringt nichts, das in die Kamera zu zeigen. Das kann man nicht so genau sehen. Aber das ist super weich. Also die Hose ist richtig angenehm zu tragen. Und ja, ich finde, man kann die mit super viel stylen. Also wenn man vielleicht ein bisschen schicker sich anziehen möchte und nicht in Jeans rausgehen will, aber jetzt auch nicht komplett over the top, finde ich, kann man diese Hose einfach mit ja, schönen Oberteil, irgendwie mit so einer Bluse oder keine Ahnung was, echt nice kombinieren. Und es sieht sehr schick aus. Also die Hose mag ich sehr, sehr gerne und ja eben vor allem Pluspunkt für die dadurch, dass die so weit nach unten aufgeht. Also
diese Hose war auf jeden Fall auch ihr Geld wert. Und genau, finde sie einfach sehr, sehr nice. Als drittes haben wir eine Hose von Naked. Und zwar ist die von der Kollektion, oder von, ich glaube von der ersten Kollektion sogar, von Emilia Starr, wer sie kennt, love her, mit Naked. Und sie hat sehr, sehr gute Arbeit gemacht. Also ich liebe diese Hose. Ich hatte davor keine in so einer Farbe. Das ist so ein ausgewaschenes Grau, würde ich sagen. Und die sitzt auch richtig schön. Also ich mag sehr gerne Hosen, die einfach ein bisschen weiter sitzen. Ich glaube, das hat man ja jetzt schon erkannt. Und ich glaube, das hier ist sogar die Hose, die am weitesten sitzt von allen, die ich habe. Weil sie oben an der Hüfte auch nicht so eng ansitzt. Und das ist auch eine Low-Waist-Hose, würde ich sagen. In der trage ich eine 36. Und die sitzt einfach so relativ locker um die Hüfte. Ich finde das irgendwie echt nice und bequem. Und ist ansonsten sehr gerade geschnitten. Und die stackt auch wieder sehr, sehr nice auf die Schuhe. Also die Lederhose davor auch schon. Bei der ersten Jeans hatte ich das hier schon erwähnt. Die hat jetzt unten an den Beinen jetzt nicht irgendwie noch was Besonderes. Aber was ich sehr cute finde, ist das hier hinten. War nämlich also... Ich weiß, man das eben nicht lesen konnte. Da steht Let Your Voices Be Heard. Und das war so ein bisschen das Motto von ihrer Kollektion. Und ja, ich fand die Story dahinter und den Gedanken dahinter einfach total schön. Und finde es sehr cool, dass es auch auf den Klamotten drauf ist. Und die Hose trage ich einfach unfassbar gerne. Im Sommer ein bisschen lieber als im Winter fast, weil wenn ich irgendwie auch noch einen Pullover anhabe und meine fette Jacke und so, dann sieht es einfach alles so wie so ein Sack aus. Aber im Sommer mit einem Crop Top oder irgendeinem, ja, einfach süßen T-Shirt, finde ich, sieht das richtig, richtig schön aus. Und dementsprechend ist das hier auch definitiv eine Hose, die ich euch weiterempfehlen würde. Und vor allem die Farbe finde ich auch sehr, sehr schön. Als nächstes würde ich euch gerne diese Cargo-Hose hier zeigen. Die habe ich letztes Jahr gekauft, secondhand aber. Also ich denke nicht, dass ich sie genau die gleiche wiederfinden werde. Aber ich würde generell sagen, dass man Cargo-Hosen und auch so Stoffhosen sehr, sehr gut secondhand kaufen kann. Also schaut dort auf jeden Fall mal in Läden vorbei oder auf Vinted oder so. Ich finde, da findet man immer richtig gut was. Und genau, die hier ist von S. Oliver. Ich weiß gar nicht, also hier steht auch keine Größe drin. I don't know. Aber die ist in so einem Grau, aber so ein ganz, ganz helles Grau. Und was ich halt so, so cool an der finde, ist, dass die so viele Taschen hat. Also nicht, dass ich da was reintun könnte, aber einfach so für den Look. Hier hinten ist so ein Reißverschluss an der einen Po-Tasche und die hat irgendwie hier einfach typisch Cargo-Hosen, ne? So ganz viele Fächer und Hosentaschen und auch hier vorne und auch hier unten, also man könnte sie, ich könnte sie theoretisch sogar noch etwas kürzer tragen, aber das würde ich nicht tun, ich glaube, das sieht weird aus. Aber ansonsten, ich finde, das ist eine richtig coole Hose, habe ich auch jetzt im Winter nicht so häufig getragen, aber im Sommer bestimmt wieder öfter. Ich finde, die hat einen coolen Schnitt, sitzt auch relativ locker und low-waisted. Und ja, aber generell, ich habe die einfach mitgebracht, um euch so ein bisschen zu zeigen, dass man auch secondhand richtig coole Cargo-Hosen finden kann. Also ja, probiert das sehr, sehr gerne aus. Aber naja, wie gesagt, da muss man es halt auch vorher anprobieren. Also vielleicht ist Vinted da doch nicht so die gute Option. Aber naja, probiert es einfach mal aus. Vielleicht findet ihr ja auch eine coole Cargo-Hose. Die nächste Hose ist eine Stoffhose. Die habe ich bei Naked gekauft. Und hier trage ich, glaube ich, auch eine 36 oder 34, eine 34. Und ich bin ehrlich, ich glaube, ich hätte sogar ein bisschen runter, also noch auf 32 gehen können, weil sie wirklich sehr, sehr weit oben sitzt, aber es geht in Ordnung. Also wenn man Hosen ja manchmal so relativ häufig trägt, dann leiern die oben immer so ein bisschen aus, habe ich das Gefühl. Und das ist bei der Hose eben auch so, also wenn ich die sehr viele Tage hintereinander anziehe, dann ist die oben auch nicht mehr so eng, aber wenn ich dann einmal wasche, dann passt es auch wieder. Und ja, die sitzt auch ein bisschen weiter, also ist unten weit geschnitten. Und was aber das Coole an der Hose ist und wo ich finde, dass sie nochmal so ein bisschen besonderer wird, ist, dass sie hier hinten am Bein so aufgeschnitten ist und man hier halt so einen kleinen Schlitz hat. Und wenn man dann so mit den Schuhen läuft, ich weiß nicht, das sieht irgendwie cool aus. Also ich finde, das ist nochmal so ein kleiner Hingucker von der Hose. Und ansonsten finde ich die Farbe auch richtig schön, also kann man auch eigentlich mit total viel kombinieren. Und die Hose ist auch wieder mit Reißverschluss und hat hier vorne, ich glaube, das ist eigentlich ganz typisch bei Stoffhosen halt, so ein Clip-Ding hier und noch einen zweiten Knopf, damit das auch zubleibt. Und ja, generell finde ich die Hose eigentlich auch sehr schön. Die ist total bequem und ich hatte auch eine Zeit lang, wo ich die gefühlt jeden Tag getragen habe, die Hose. Von daher auch die richtig cool. Ich finde, Naked hat generell eigentlich total schöne Stoffhosen auch. Ist halt manchmal ein bisschen risky, weil einige sehr groß ausfallen, eine ein bisschen kleiner, da muss man vielleicht mehrere Größen bestellen. Aber ja, hier habe ich auf jeden Fall eine gute Hose gewählt, würde ich sagen.
die vorletzte Hose ist eine von Pull and Bear. Da muss ich tatsächlich sagen, weiß ich gar nicht, wie alt die schon ist, weil die habe ich schon wirklich, wirklich lange. Und ich trage sie gar nicht so häufig, aber jedes Mal, wenn ich sie wieder anziehe, bin ich so, wow, nice, dass ich diese Hose habe. Das ist eine Schlaghose, also die sitzt halt oben sehr, sehr eng und hat dann unten halt diesen Hosenschlag. Ja, ich finde die Farbe ist ganz cool. Ich würde sagen, das ist so der Basic Jeans, die Basic Jeans Farbe. Die habe ich in der 36 und genau, ich finde die ist auch echt cool. Hat hinten, ja, das finde ich so Medium, dass hier hinten dieses von Pull & Bear so in so einem Braun soll hervorsticht, aber das kann man eigentlich auch ignorieren. Die sitzt auch low-waisted. Also irgendwie habe ich doch einige Low-Waist-Hosen, fällt mir gerade auf. Und ja, finde ich, macht irgendwie einen sehr, sehr schönen Po, muss ich sagen. Und betont die Beine so richtig nice und unten wird es dann so ein bisschen weiter. Also ich finde, diese Hose macht eine richtig, richtig nice Figur. Und ja, dementsprechend auch eine geile Hose. Ich glaube, Pull & Bear gehört doch irgendwie auch zu Zara oder so, oder nicht? Also ich finde generell so Pull & Bear, Zara, bei Bershka habe ich eine Hose von Bershka. Ich glaube, ich habe sogar auch eine Hose von Bershka. Die sind auch nice. Ich finde, da kann man immer echt gut Hosen kaufen. Also die passen immer gut, machen eine schöne Figur. Deshalb, ja, auf die Hose kann ich euch empfehlen. Ja, und dann kommen wir auch schon zur letzten Hose. Das ist auch wieder eine von Zara. Und die ist auch wieder so ganz hell ausgewaschen. Also ich würde sagen, dass es eine ähnliche Farbe ist wie die allererste, die ich euch gezeigt habe. Aber das hier ist so eine Straight Leg High-Waisted Jeans. Also die ist halt High-Waisted und ist sehr, sehr lang. Also ich glaube, wenn man ein bisschen kleiner ist als 1,70, dann wird es schon schwer. Aber für alle großen Mädels, nice Hose, weil die mir auch ein bisschen zu lang ist unten, muss ich sagen. Hier trage ich eine 36 und ich würde auch sagen, dass die ganz normal ausfällt. Auch diese Hose hat so ein paar, wieso weiß ich nicht, wie das heißt, aber so ein paar wie nennt man das? Jeans, das heißt nicht Drip Jeans, wie heißt es? Naja, auf jeden Fall sind hier so ein paar Sachen, so ein paar Details an der Hose, was ich total süß finde. Und die hat auch zwei Löcher an den Knien. Und zwar so sieht das aus. Ich finde, die sind an einer ganz coolen Stelle, aber ich könnte mir vorstellen, wenn man jetzt ein bisschen größer oder kleiner ist, dass die halt woanders sind. Und vielleicht sieht es dann weird aus, ich kann es nicht einschätzen. Ich persönlich finde die Hose sehr, sehr cool. Das Einzige, was nicht so nice ist, dass sich unten diese Fäden sehr stark lösen. Vor allem, nachdem man die in die Waschmaschine tut, geht das immer weiter auf. Das finde ich jetzt nicht ganz so nice, aber es ist auch irgendwie okay. Und ja, wie gesagt, sie ist ein bisschen lang für mich. Also ich weiß auch, wo ich die das erste Mal anhabe und ich bin irgendwie im Wald oder so spazieren gegangen. Die ganze Hose war hinten. Das war alles schwarz hier, weil ich da immer wieder drauf getreten bin. Deshalb, ja, wenn man ein bisschen kleiner ist als 1,70, dann würde ich diese Hose, glaube ich, nicht kaufen. Oder man lässt sie halt kürzen. Ja, und ansonsten finde ich die Hose auf jeden Fall sehr schön. Also, ja, ich trage die nicht so häufig, einfach weil irgendwie High-Waisted manchmal so, das ist so eng und wenn man dann gegessen hat, keine Ahnung, das ist irgendwie nicht so das Ideale. Aber dennoch, finde ich, gehört das irgendwie mit zu meinen Lieblingsjeans, weil, ja, ich habe einfach, ich glaube, das ist die einzige Hose, die ich noch habe mit so Löchern. Und deshalb, wenn ich mal so ein bisschen eine besondere, das ist auch nicht das richtige Wort, aber einfach, ja, eine Hose, die ein bisschen mehr Struktur hat, sozusagen, tragen möchte, dann finde ich, ist das hier eine sehr coole Hose dafür. Ja, genau. Ja, das war es auch schon mit dem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat und dass ihr ein bisschen Inspo daraus mitnehmen konntet und vielleicht jetzt eine Idee habt, wo ihr das nächste Mal nach Hosen und Jeans schauen könnt. Und wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Fragen oder Anregungen habt, dann könnt ihr mir sehr, sehr gerne jederzeit schreiben. Lasst mich auch gerne in den Kommentaren wissen, wenn ihr ja, irgendeinen Laden habt, wo ihr total gerne eure Hosen kauft, den ich jetzt vielleicht nicht erwähnt habe, dann ja, kann ich da auf jeden Fall auch mal vorbeischauen. Und ansonsten würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr Bock auf ein paar 2 habt, dann schreibt es auch gerne in die Kommentare und ich zeige euch, was ich sonst noch so für Jeans habe. Ja, genau. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!